begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich hoffe nicht, dass sich das jetzt wieder geändert hat mit der Vorstellung des SPD-Wahlprogramms. Es gab ja doch einiges hin und her. Und wir haben auch noch mal die Heute-Show angeguckt und eigentlich hat Mandy Austin schon fast alles dazu gesagt. Aber wir machen uns trotzdem die Mühe, auf einige Kerninhalte einzugehen. Wir müssen feststellen, dass die SPD durchaus einige richtige Probleme analysiert, wie die prekäre Arbeit, die Schwäche der Gewerkschaften, dass die Löhne gesteigert werden müssten, dass den Kommunen 140 Milliarden Investitionskraft fehlt und dass Steuergerechtigkeit hergestellt werden muss. Aber alles in allem muss man einfach sagen, dass die SPD zu kurz springt. Die ganzen Vorschläge, die sie bisher macht, die veröffentlicht sind, sind unzureichend und es ist zu unfertig. Und man muss sagen, sie sind auch halbherzig und mutlos. Und mit Halbherzigkeit und Mutlosigkeit kann man das Kanzleramt nicht gewinnen. Das muss man einfach deutlich nochmal sagen. So viel sollte Schulz doch von den Wahlkämpfen von Steinmeier und Steinbrück gelernt haben. Und man hat gerade das Gefühl, die SPD geht wieder auf den Wahlkampf Steinbrück 2.0. Ein Blick in die Geschichte würde eigentlich genügen, dass die SPD dann erfolgreich war, wenn sie wirklich einen Bruch gemacht hat mit der bisherigen Politik. Das hat Willy Brandt gemacht mit der Ostpolitik, er hat gebrochen mit der alten Politik, das hat Lafontaine gemacht 1998 mit der Frage soziale Gerechtigkeit, ganz entschlossen. Und immer, wenn die SPD gemeint hat, sie muss jetzt wieder auf den bürgerlich-konservativen Mainstream gehen, hat sie eigentlich die Wahlen verloren oder auch das Kanzleramt wieder verloren. Natürlich hat sie schwer, sie hat 15 von 19 Jahren regiert und hat die ganzen Sachen mit verbrochen, Hartz IV, Rente erst ab 67 und viele andere sozialen Kahlschläge. Da tut man sich natürlich schwer, jetzt zu sagen, man möchte es wieder ganz anders machen. Trotzdem, unsere These ohne grundlegenden Bruch mit der Politik der letzten 15 Jahre wird es keinen Politikwechsel geben und wird auch die SPD-Kampagne keinen Erfolg haben. Was jetzt vorliegt, zeigt viele Lücken, die ganz grundsätzlicher Art sind. Wenn du auf eine Vermögenssteuer verzichtest, wie offensichtlich die SPD jetzt es machen will, wird es keine Steuergerechtigkeit geben. Du kannst nicht nachhaltig untere und mittlere entlasten, ohne die Bestverdienenden und die Reichen stärker zu besteuern. Und du kannst nachhaltig nicht quasi in Bildung und in Infrastruktur investieren, wenn du keine Vermögenssteuer erhebst. Sie halten nach wie vor an Hartz IV fest, ein ganz großer Fehler. Man darf nicht nur über das Arbeitslosengeld I reden, sondern man muss über die Menschen reden, die von Anfang an im Hartz IV-Bezug sind und bis heute keinen Arbeitsplatz gefunden haben. Sie verzichten auf die Begrenzung hoher Managergehälter. Sie verzichten auch im Übrigen auf mehr Demokratie. Auf Bundesebene soll es keine Volksabstimmung geben. Und es ist nicht durchschaubar, was die SPD für ein Konzept gegen Altersarmut hat. Das ist alles viel zu unbestimmt. Wenn die SPD sagt, die Zeit für soziale Gerechtigkeit ist gekommen, begrüßen wir das sehr. Aber sie bleibt hinter den Herausforderungen unserer Zeit weit zurück. Zudem, wenn sie jetzt schon so vorsichtig agiert und gleichzeitig sagt, sie kann mit allen koalieren, insbesondere auch die FDP wieder aufbaut als Koalitionspartner, stellt sie ihre Punkte schon von vornherein zur Verhandlungsdisposition. Das ist hochgefährlich, weil die Leute glauben doch nie im Leben, dass man mit der FDP eine Politik der sozialen Gerechtigkeit machen kann. Das ist völlig absurd und man hat bei den Landtagswahlen gesehen, dass man sich selber nach unten zieht und die FDP nach oben zieht damit. Deswegen bleiben wir dabei, es gibt nur eine Politik der sozialen Gerechtigkeit mit einer starken Linken. Die Linke muss gestärkt werden, ohne sie wird ein Politikwechsel nicht möglich sein. Wir haben einen klaren Bruch mit der neoliberalen Politik von Anfang an vollzogen, aber der Unterschied zwischen uns und der SPD besteht darin, dass
wir zu allen zentralen Fragen dieser Gesellschaft durchgerechnete Konzepte haben, sowohl zur Rente wie zur Steuerpolitik wie zur Gesundheitsreform oder zu einer solidarischen Gesundheitsversicherung, wie auch zur Frage der Aufrüstung bzw. der Abrüstung. Diese Konzepte werden wir verstärkt in den Wahlkampf einbringen und die SPD damit konfrontieren. Und wir werden sehen, wie die anderen Parteien auf diese Konzepte reagieren. Zur Mietpreisbremse. Die Linke hat die Mietpreisbremse der Großen Koalition von Anfang an kritisiert. Die CDU hat Rücksicht auf die Interessen der Immobilienwirtschaft genommen und herausgekommen ist ein absolut durchlöchertes und völlig wirkloses Gesetz. Die SPD, und das Tragische, hat es widerstandslos mit sich machen lassen. Der Machterhalt der Großen Koalition hat seinen Preis. Daran hat sich der Merkel-Junior-Partner offensichtlich längst gewöhnt. Und diesen Preis müssen leider Gottes die Mieter und Mieterinnen bezahlen. Die Mieten sind stärker gestiegen als vor der Mietpreisbremse oder der sogenannten Mietpreisbremse. Da hatten wir in 3 Jahren eine Steigerung von rund 10,6% und jetzt haben wir nur in einem Jahr seit der Mietpreisbremse eine Steigerung von über 5%. Das Gesetz zur Mietpreisbremse ist seit Juli 2015 in Kraft. Bis Ende 2016 wurde sie gerade mal in 313 Städten und Gemeinden eingeführt. Man kann froh sein, dass die Große Koalition keine Kfz-Werkstatt betreibt. Denn dort würde das Verwechseln von Bremse und Gas tödliche Folgen haben. So etwas kommt heraus, wenn man sich mehr um das Wohlergehen der Immobilienwirtschaft und der Hausbesitzer kümmert, als um die Interessen der Mieter und Mieterinnen. Die Mieten sind unzweifelhaft zu hoch, unerträglich hoch. Viele Menschen können sich Wohnen mieten und Wohnen kaum noch bezahlen, geschweige denn die Energieversorgung. Wir brauchen einen Neustart des sozialen Wohnungsbaus. Es fehlen 5 Millionen Sozialwohnungen. Und das, was jetzt getan ist, bleibt weit hinter den Erfordernissen zurück. Wir müssen eben jährlich einige 100.000 Sozialwohnungen bauen. Und zwar in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand und in gemeinnütziger Form, damit nicht nach 15 Jahren die Wohnungen wieder aus der Mietpreisbindung fallen. Die ortsübliche Miete muss die Obergrenze sein. Bis zur Einführung der richtigen Mietpreisbremse müssen Mieterhöhungen ausgeschlossen werden. Wir haben sogar gesagt, man muss in bestimmten Bereichen die Mieten senken. Wir haben Mietpreise von 12 bis 14 Euro den Quadratmeter, zum Beispiel, wo ich herkomme in Stuttgart, da musst du runtergehen wieder. Da reicht es gar nicht aus, einfach diese Mieten zu bremsen. Und wir haben gesagt, Immobilienfonds müssen verboten werden. Es darf nicht mehr länger mit Wohnungen spekuliert werden. Es ist einfach eine zentrale öffentliche Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und erfolgreich gegen Mietwucher vorzugehen. Zum Bundeswehrabzug aus der Türkei, beziehungsweise das Ärgernis besteht darin, dass er kein Bundeswehrabzug bisher kommt. Also dieses Rumgeeiere ist langsam unerträglich dieser Bundesregierung. Da dürfen gewählte Bundestagsabgeordnete die Bundeswehr nicht dort besuchen. Da provoziert die türkische Regierung weiter, indem sie sagt, naja, sollen die Deutschen doch abziehen. Und man kann keine Entscheidung treffen, endlich aus der Türkei die Soldaten zurückzuziehen. Und die Linke will klar den Abzug aller Bundeswehrsoldaten, nicht den Umzug nach Jordanien oder sonst woanders. Das ist der völlig falsche Weg. Die ganzen Aufklärungen, die die Bundeswehr dort macht, kann von allen NATO-Partnern benutzt werden, auch von der Türkei. Und bekanntlich hat die Türkei ein wesentliches Ziel, nämlich die Kurden zu bekämpfen, die aber die Hauptlast am Boden tragen im Kampf gegen den IS. Dieses Spiel sollte man nicht länger mitmachen.
Ich freue mich deshalb, dass die linken Bundestagsabgeordneten im Verteidigungsausschuss beantragt haben, auch die in Konya stationierten Bundeswehrangehörigen zu besuchen, die in den AWACS-Flugzeugen der NATO sitzen. Der Druck auf die Bundesregierung muss deutlich erhöht werden, damit diese Einsätze endlich beendet werden. Die Bundeswehr hat schon aus historischen Gründen in dieser Region nichts, aber auch gar nichts verloren. Wie sensibel und wie gefährlich die militärische Lage ist, sehen wir gerade beim Besuch von Trump in Saudi-Arabien. Dieser Besuch bringt der amerikanischen Wirtschaft und dem Staat den größten Rüstungsauftrag in der amerikanischen Geschichte. Insgesamt 380 Milliarden Dollar will die saudische Regierung in den nächsten Jahren in die USA investieren. Davon gehen 110 Milliarden, eine unvorstellbare Summe, in Waffenkäufe. Das ist natürlich glatter Wahnsinn, anders kann man es nicht sagen. Der unberechenbare Präsident und die saudische Regierung sind eine denkbar schlechte Allianz für den Frieden in der Region und übrigens auch für den Frieden in der Welt. Wir wissen alle, in Saudi-Arabien werden die Menschenrechte mit Füßen getreten, Blogger, kritische Journalisten werden ins Gefängnis gesteckt oder öffentlich sogar gesteinigt. Viele Menschen werden gefoltert oder hingerichtet, über die Rechte der Frauen will ich gar nicht reden. Mit so einem Staat macht Trump, der Führer der größten Weltmacht, schmutzige Waffengeschäfte. Das muss man so deutlich auf den Punkt bringen. Er hat bisher sein Amt ohnehin sehr unreflektiert wahrgenommen, und das ist auch nicht weiter verwunderlich, dass er den Iran dämonisiert, obwohl da gerade der Liberalere zum Präsidenten gewählt wurde. Ich glaube, diese Dämonisierung ist falsch. Er will praktisch eine panislamische Allianz bilden, die versteht sich ganz stark als Bollwerk gegen sunnitische Dschihadisten und gegen die panschiitischen Militärpläne von Iran, Hisbollah, dem Assad-Regime und Iraks Milizen. Mit einer derart pauschalen Parteinahme verschärft Trump aber den Konflikt in der Region, zu deren Destabilisierung die USA nun wahrhaft zur Genüge beigetragen haben. Seine Grundsatzrede wirkt vor dem Hintergrund dieses Tatbestandes außerordentlich gefährlich, unreflektiert. Es ist Schwarz-Weiß-Denken. Die Halbinsel braucht nicht mehr Waffen und Kriegsrhetorik, sondern ein regionales Sicherheitssystem. Ich bin auch überzeugt, ohne Einbeziehung des Irans wird es auf die Dauer keinen wirklichen Frieden geben. Der Mann, der für sein Heimatland einen Muslimbann verhängt hat und damit tausende Menschen unter Generalverdacht stellt, ebnet den Weg für neue Kriege und damit Millionen mehr Menschen, die zu Flüchtlingen werden. Musik.